Hey! Los! Die 15 Minuten Ruhm für diese kleinen Idioten sind jetzt abgelaufen. Hey, wie ist nun der Plan? Easy. Wir gehen rein, finden die Umkleide der Schlampen, machen unser Ding und hauen ab. Aber ich darf nicht gesehen werden. Das wäre kostenlose PR für die. Aha. Und die hast du ihnen schon genug beschrieben? Spar dir die Sprüche. Sag mir, wie wir reinkommen. Naja, manchmal liegt die Lösung auf der Hand. Wir kaufen Tickets. Okay. Erstens, bist du bescheuert? Die Fotzen kriegen keinen Annie von mir. Zweitens, ist ausverkauft. Okay, okay. Wir finden einen anderen Weg rein. Sehen wir uns um. Scheiß japanische Zeichen. Woher soll ich wissen, was wohin gehört? Ich hab die Schnauze voll. Ich gehe wieder Zuleitungen installieren. Ronnie wird wohl nach Europa versetzt. Hat er ihm gesagt, dass du schwanger bist? Ja, aber er muss gehen. Wir zahlen immer noch seine Implantate ab. Mach dir nichts draus. Noch vor Diegos erstem Geburtstag wurde sein Vater eingebuchtet. Und jetzt sieht er Diego an. Süß. Wir haben heute einen Nigori? Oder ist das der Special Boy von der Wunschtraumaktion? Und jetzt reden wir. Wer seid ihr, Wichser? Der Wichser, den ihr bekloppt. Carrie Eurodyne? Carrie-san? San am Arsch. Das ist keine Teezeremonie. Wie? Lasst ihn reden. Alles nur ein Missverständnis. Klärt es auf und wir gehen. Aber Carrie-san, was soll das? Wir hatten doch einen Deal, oder nicht? Oh mein Gott, geht's um dieses N54-Interview? Wir wollten niemanden beleidigen oder so. Alt bedeutet heute doch gar nichts mehr. Kein Wunder, dass der Truck nichts gebracht hat. Sind dümmer, als ich dachte. Halt, genau, halt, halt. Willst du denn eigentlich was von war uns? Das mit einem Deal? Wir haben einen Deal mit MSM, um Carrie-Sons User-Friendly zu spielen. Unsere neue Single für den Nordamerika-Teil unserer Tournee. Nur über meine Leiche. Aber wir wollten deinen Rock in eine neue Ära bringen. Ist das nicht, was du wolltest? Rock? Ihr? Okay, ich sag euch was. Wurde schon oft behauptet, aber ihr habt es geschafft. Rock ist tot! Ihr habt ihn getötet. Gratulation, Bitches. Dein Manager hat unseren kontaktiert. Hat gesagt, dass du mit uns arbeiten willst. Kovacek? Was zur Hölle? Davon wusste ich nichts. Dieser verfickte Konzern sagt. Hör zu, Carrie-san. Das Cover ist ein Ausdruck unserer Liebe für dich. Lass uns bitte was aushandeln. Rock mag tot sein, aber Carrie ist blind, wenn er nicht sieht, dass die Mädchen Potenzial haben.
Sieht aus, als hätte das Label euch alle gefickt. Ihr seid nichts als Marionetten. Sieht ganz so aus. Fuck. Wisst ihr, ist nichts gegen euch. Die Situation ist einfach abgefuckt. Was erwartest du, wenn du deinen dummen Arsch an einen Konzern kettest? Wir reden mit dem Label, Carrie Sun. Aber jetzt werden wir unseren Ärger bekannt geben. Dein Song ist nicht in der Setlist. Wir sagen das Konzert ab und verschieben die Tournee. Was sagt ihr da? Das kostet euch Millionen. Die Labels verlieren mehr. Also gut. Ihr seid in Ordnung. Was ich vorhin gesagt habe. Kein Problem, Carrie-san. Selbst Affen fallen von Bäumen. Genau. Gehen wir wie? Warte! Carrie-san, kriegen wir ein Foto mit dir? Nur als Andenken? Warum eigentlich nicht? Wie wärst du so lieb? Sagt Sint Cheese. Okay, ich glaube, das reicht. Danke, Carrie-san. Also, arbeitet ihr gerade an was? Könnt euch bei eurer Single helfen? Wirklich? Ich bleib noch hier, wie. Ich meine, sieh sie dir an. Die Mädels brauchen Hilfe. Ich danke dir. Viel Spaß. Carrie-san, vielleicht könnten wir dir von unserer neuen Single erzählen. Über Musik zu reden, das ist